Wie man mit Online-Marketing richtig Geld verdient. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der INMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Anlässlich der SOM, der Swiss Online Marketing Messe im April 2013, konnten Reto Jolen und ich ein Referat zu dem Thema halten. Da führe ich Sie jetzt kurz durch. Die INMAG zeigt auf, wie man strukturiert an Online-Marketing-Projekte oder auch Kampagnen rangeht. Ich führe Sie kurz durch. Meistens, das kennt man oft, fängt man eben nicht vorne beim Definieren des Zieles an, sondern man kriegt beispielsweise den Gutschein von Google, denkt dann, super, 100 Franken, da kann ich schnell mal einen Haufen Besucher auf meine Seite bringen, läuft dann tipptopp. Meistens ist es eben nicht so, weil Qualitätsfaktor zu tief, die Klickrate stimmt nicht oder eben der Klickpreis ist viel zu hoch und das Geld ist schnell weg. Meistens weiß ich dann nicht mal wirklich, ob sowas gebraucht hat. Oder der Chef kommt noch kurz vorbei und sagt, mach mal noch schnell eine Microsite, unsere Offline-Kampagne geht in 2 Wochen raus. Das kennt man auch, da wird online meistens sehr stiefmütterlich behandelt. Also man startet hier nicht vorne beim welches Ziel, sondern irgendwo hinten schon beim Griff des Schlüssels, beim Blickkontakt oben da, oder dann eben, wie kriege ich die Kunden auf die Seite drauf. Wir starten beim Ziel, das ist sicherlich der erste Schritt und da geht es darum, was ist meine Zielgruppe, den muss ich klar mal definieren. Die kann online vielleicht sogar ein bisschen anders sein als offline. Auf jeden Fall muss ich hier unterscheiden zwischen B2B und B2C. Und oftmals sagt man dann, ja klar, Online-Marketing und B2C-Bereich kein Problem. B2B ist viel schwerer, das stimmt. Zum Maßnahmen, die sind im B2B-Bereich, wie beispielsweise Blogs, sehr, sehr effektiv. Oder eben auch die ganzen Suchmaschinen-Marketing-Möglichkeiten, die es gibt. Auch das Newsletter-Tool, immer noch ein sehr wirksames B2B-Instrument. Dann muss man aber auch sagen, gibt es Kunden, die kriegt man über den C-Weg quasi. Also man fängt bei B an, ist dann vielleicht im B2C-Bereich unterwegs. Das heißt, der Kunde ist noch nicht der Kunde, sondern ist die Privatperson, hört das oder liest das irgendwo. Das kann zum Beispiel auch im Bereich Social Media sein. Geht dann zurück ins Büro und meldet sich dann bei der Firma, die das eben anbietet. Das kann auch passieren. Oder es empfiehlt jemand aus der Familie, was weiter, also der B2C2B-Weg funktioniert durchaus auch. Dann gibt es logischerweise viele Dienstleistungsunternehmen, die keinen Job haben, kein Produkt oder ein sehr beratungsintensives Produkt, das kann auch passieren. Dort sehen wir den Call to Action, vor allem im Bereich des Kontaktformulars, beispielsweise aber auch ein Download seines White Paper oder sonstige Informationen oder dann eine Callback-Funktion. So kann von Kontaktformular ausschauen. Hier ganz wichtig, dass man das durchmisst, dass man weiß, ob das dann auch ausgefüllt wird. Wichtig auch hier beispielsweise, dass die Nachricht unten schon ausgefüllt ist, dass das der Kunde bzw. der Kontakt nur noch abschicken muss. Im B2C-Bereich und wenn es dann ein Job wird, E-Commerce sowieso, viel einfacher ist klar. Hier logischerweise die Bestellung, der Top-Punkt, dann vielleicht noch das Bestellen eines Abos, wenn es sowas gibt und wenn es einen dritten Punkt gibt, eine Newsletter-Anmeldung oder ein Facebook, leicht mehr sollte man da aber nicht drauf haben, weil zu viele Ziele verfolgen, wird dann sehr komplex, auch hinsichtlich der Strategie. Der zweite Punkt, dann wohin ziele ich? Und da ist es klar, die Keyword-Analyse, das A und O jeder Online-Marketing-Kampagne, ganz egal, was man nachher macht, mal muss ich wissen, nach was suchen meine Leute oder diejenigen, die ich auf meiner Seite drauf haben will, die ich als meine Kunden gewinnen will. Nach was suchen die denn überhaupt? Und da sortiere ich logischerweise nach den Suchanfragen, sehe ich dann auch in der hintersten Spalte gleich, wie viel das kosten würde, wenn ich Ads bezahlen würde. Also ein ganz wesentlicher Faktor, diese Keyword-Analyse. Auch nach Long- und Shorttail unterteilen, wie in dem Fall hier im Shorttail mit Schuhe. Da geht es natürlich darum, dass ich einen sehr generischen Begriff im Rennen habe, der mir natürlich auch sehr viele Besucher draufbringen kann, die dann wieder abspringen. Also ist die Qualität der Besucher eher tief. Im Longtail ist sie dann rot, weil da habe ich sehr spezifische, ist sie groß, denn da habe ich sehr spezifische Suchbegriffe. Also ganz entscheidend auch hier drauf achten, dass ich hier die Keywords entsprechend auswähle. Und vor allem im Longtail geht es dann um die On-Page-Optimierung, da muss ich mit Texten arbeiten. Dann vielleicht auch Saisonalitäten beachten, beispielsweise dritte Säule A, da geht es darum, dass das nur einmal im Jahr gesucht wird, also muss auch meine Offline-Kampagne dann geschaltet werden, vielleicht sogar regionale Auswirkungen hier beachten und dann verwandte Suchbegriffe unten rechts auf hier schauen, was könnte man noch dazu nehmen, nachdem auch gesucht wird. Und ganz sicherlich nicht vergessen,
Mobile, 58% der Schweizer, das ist eine Schweizer Statistik hier, besitzen ein Smartphone, also kein herkömmliches Handy mehr, wie wir es von früher noch kennen. Das sind also wohl zwei Drittel, die mit dem Smartphone unterwegs sind. Die Zahl ist steigend, das sieht man auch, ein bisschen mehr Männer als Frauen noch mit dem Ding unterwegs. Auch interessant ist, dass bereits Tablets ungefähr 30% Abdeckung haben und das steigt bzw. verdoppelt sich jedes Jahr oder steigt um 100%, also Tablets nicht außer Acht lassen. Und der Unterschied zwischen Tablets, Smartphones und einem Desktop ist natürlich, dass bei Tablets und Smartphones mit der Gestik gearbeitet wird. Das heißt, ich muss hier den beispielsweise Wischeffekt landen können oder wenn ich ein Menü habe, dass ich aufklappen kann mit dem Mouse Over. Das geht natürlich dann auf dem Pad drauf nicht, also solche Punkte muss ich hier beachten. Dann auch interessant, sehr, sehr viele suchen lokale Informationen und Angebote, das kennen Sie wahrscheinlich selber und die meisten davon, nämlich 90%, werden nachher auch aktiv, heißt nicht unbedingt, dass sie dann kaufen werden. 41% kaufen online, das heißt die ganzen Zalandos und Co., die bestellen nachher in einem E-Shop, aber immerhin 31% gehen nachher auch ins Geschäft und schließen da einen Vertrag ab oder kaufen da etwas ein. Also es hilft, dass man offline online unterwegs ist, auf Smartphones, auch für das ganze Offline-Business. Dann, wie messe ich? Hier unterscheiden wir zwischen zwei Bereichen, das Pre-Lead-Tracking und das Post-Lead-Tracking. Pre-Lead heißt, da geht es darum, dass ich erst den Lead kriege. Also hier muss ich schauen, wie kriege ich den Besucher überhaupt auf meine Seite drauf, egal ob ich da was verkaufe oder nicht. Und wenn ich den dann natürlich habe, dann geht es darum, dass ich den bediene, dann bin ich im Customer Relationship Management drin, also da geht es dann auch wieder darum, dass ich den wieder mit, sage ich jetzt mal, Newsletter abhole, das könnten auch Offline-Mailings sein, dass ich ihn wieder reinhole und versuche neu zu aktivieren. Läuft natürlich auch über die Produktvielfalt oder über mein Dienstleistungsangebot. Ich kann nicht einen Newsletter rauslassen, wenn ich nichts Neues habe, also muss ich auch da innovativ unterwegs sein. So kann das ausschauen, dann im Pre-Lead-Tracking. Ich will hier also schauen, wenn ich den Besucher auf der Seite habe, wo klickt er sich durch. Ich messe also hier, vermesse meine Webseite, sehe, klicken die auf das drauf, was ich mir vorstelle. Das kann ich beispielsweise mit sogenannten Heatmaps machen oder Clickmaps. Das sehen wir hier, überall wo es rot ist, wurde drauf geklickt. Und da ist ganz interessant, das ist unsere Seite rausgekommen, dass viele aufs Logo klicken, sehr viele in die Suche rein. Oben auf Jobs offenbar interessant und unten aufs Facebook-Logo. Sprich, wenn ich das da drauf habe und nur drei Fans habe, wird das die Leute abschrecken. Der Trustmark, der ging daneben und sie werden sich wahrscheinlich nicht bei uns melden. Dann hat es da einen Punkt in der Mitte drin, INM News, das war eigentlich gar nicht ein Link, da wollten die Leute aber draufklicken, hatten wir nachher verlinkt. Bringt also auch was, um zu sehen, wie sich die User über die Seite bewegen. Und dann ganz wichtig, im Bereich von Nicht-E-Commerce, im Dienstleistungsunternehmen, messen Sie Ihr Formular durch, schauen Sie, ob die einzelnen Schritte ausgefüllt werden oder ob man bereits bei der Firma abbricht, denn dann kann ich mein Formular verkürzen. Gerade heute bei den Widescreens ist es sehr oft der Fall, dass man einen großen Teil vom Formular gar nicht sieht und dann ist natürlich die Chance groß, dass der User überfordert ist bzw. denkt, da nehme ich mir jetzt nicht die Zeit und wieder verschwinden. Und wenn wir gerade bei Formularen und E-Mails sind, da habe ich ein paar Punkte, 10 aufgeschrieben, die man unbedingt beachten sollte. Wie gesagt, so wenig Felder wie möglich. Punkt 1, nur die wichtigsten zwingend ausfüllen. Auch das ist ein wichtiger Faktor, das werden Sie sehen, wenn Sie es durchmessen. Danke-Seite ist ein Muss, also nicht einfach auf die Startseite zurückkommen oder das Formular stehen lassen. Und dann ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der erste wesentliche, Call to Action und Relevanz auf Danke-Seite. Also wenn Sie auf der Danke-Seite sind, in einem Shop beispielsweise, werden Call to Action Cross-Selling-mäßig was, also ein anderes Produkt, das Sie sich noch bestellen könnte, auf einer Seite wie beispielsweise bei einem Dienstleister, wo er sich einen Download gemacht hat, welche anderen Download-Möglichkeiten gibt es noch und auf einem ganz normalen Kontaktformular vielleicht die neuesten Kundenreferenzen oder vielleicht die neuesten News. Also schauen, dass man ihn dort wieder kriegt, dass er das, die Seite nicht wieder verlässt. Sofort ein Follow-up-E-Mail nachschicken, das ist klar, also dass er gerade was kriegt und sagt, danke, habe ich gekriegt, auch dass er nochmal sieht, Ihre Koordinaten hat. Das E-Mail sollte personalisiert sein, wenn möglich, und gebrandet, auf jeden Fall sehen, woher das kommt. Dann auch, wenn es geht, ein Call to Action im E-Mail drin, also vielleicht dort reinschreiben,
was die nächste Messe ist, an der man ausstellt, dass man das auch sieht, wenn es geht, keinen Info-Ad-Absender, also dass ich dann nur schreibe info@inm.ch, sondern da eine Person dahinter steht, der ich dann auch wieder antworten kann. Innerhalb von 24 Stunden würde ich nachfassen, per Telefon oder Mail. Telefon natürlich im Beratungsfall eher entscheidend, beim E-Shop eher dann per Mail, weil das wird wahrscheinlich dann zu anstrengend. Und dann keinen Sales-Pitch, wenn es ein Mail gibt, im Mail drin, weil das wird er sich nicht durchlesen. Vielleicht verlinken auf ein Video eine Möglichkeit, aber erstmal Vertrauen gewinnen ist das A und O, und das geht halt meistens noch über ein Beratungsgespräch. So könnte das ausschauen, wenn ich das Formular vermesse. Startseiten komme ich aufs Kontaktformular, füllt er den Namen aus, wie viele springen da ab. Man sieht hier, da kommt 52 drauf und 52 haben den Namen ausgefüllt. Jetzt muss man natürlich schauen, ob der Rest des Formulars auch ausgefüllt ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Jetzt erst geht es bei mir um den Blickkontakt. Also erst jetzt baue ich eigentlich meine Microsite oder meine App oder was es auch immer sein kann, Facebook-App, auf. Und da ist das Aldo, dass der Besucher nicht bounce, das heißt, dass der nicht gerade wieder abhaut. Das ist für alles schlecht, sogar für die Positionierung bei den Suchmaschinen, aber auch für die Kosten bei den AdWords. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Faktoren. Faktor Nummer 1 ist die Relevanz. Versteht der Kunde, der Besucher, wenn er auf die Seite draufkommt, um was es geht? Man sagt hier oder spricht von 2 Sekunden, die sich jemand die Zeit nimmt, bis er versteht, um was es geht. Versuchen Sie das mit Ihrer Webseite. Zeigen Sie die 2-3 Personen auf, die Sie nicht kennen, die diese Seite nicht kennen, und fragen Sie die nach 2 Sekunden, ob sie verstanden haben, um was es geht. Das ist ganz entscheidend wieder auswirkend auf die Bounce Rate. Der zweite Teil ist ein Trust Marks. Da geht es vor allem darum, ist die Firma vertrauenswürdig oder arbeitet die erst seit gestern aus einer Garage raus? Also hat die Firma etwas, ein Renommee aufbauen können? Und das sehe ich natürlich an der Webseite am einfachsten an, indem ich beispielsweise sehe, wie viele Kunden das die schon hatten, wie viele Aufträge das die schon abgewickelt haben, wie viele Bestellungen das die schon hatten, und mit Trustmarks. Da geht es dann vor allem um die Conversion. Also ich habe ihn drauf, der bounce dann vielleicht nicht gerade wieder, aber wenn er sieht, er gewinnt Vertrauen, dann geht er auf der Seite weiter. Und da geht es ganz klar um den Content, Richtung Content Marketing auch. Trust über den Content habe ich das betitelt. Da geht es um die Passion. Also derjenige, der schreibt, der muss Passion haben fürs Produkt oder für den Service, ganz klar. Er soll sich auf eine Nische konzentrieren, bringt also auch nicht, wenn ich zu breit schreibe, weil da wird sich der Kunde nicht mit anfreunden können und wieder weg sein. Was will die Zielgruppe wissen? Das finde ich natürlich auch nur raus, wenn ich eine fundierte Zielgruppenanalyse bzw. eine Keyword-Analyse gemacht habe. Dann zuhören und Themen finden, die interessieren. Das kann ich machen, indem ich in Blogs beispielsweise, in den ganzen Blogosphären stöbere, wenn ich auf Facebook nachschaue, aber auch hier wieder bei Google eine Keyword-Analyse mache. Erzählen Sie Geschichten, das ist immer das Beste, das kennen wir, das muss ich niemandem erzählen. Mitarbeiter und Kunden für Content gewinnen. Vor allem schauen Sie, dass Sie als Chef nicht nur sich darum kümmern oder als Marketingleiter, sondern schauen Sie, dass Sie noch mehr Leute haben, die Ihnen da helfen, Content zu schreiben, weil es muss möglichst viel sein, das bringt den Response und nicht unbedingt einmal einen Top-Artikel und dann wieder einen Monat lang nichts mehr. Inhalt planen, auch saisonal, also überlegen Sie sich vielleicht im Voraus, was steht an, was für Messen besuche ich, wo referiere ich und so weiter. Bringen Sie das ins Thema rein. Keywords richtig einsetzen, das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Auf der Seite drauf schauen Sie, dass Sie mit den Keywords richtig arbeiten, sei es in den News drin, sei es vielleicht im Glossar drin, aber dass die auf jeden Fall passen. Und dann, last but not least, Update, 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 möglichst frequent hier News reinbringen. Dann haben wir den Punkt von Trustmarks. Auch so kann ich natürlich Vertrauen gewinnen, indem ich zum Beispiel zeige, dass ich 74.000 Fans habe oder indem ich HTTPS eingeloggt bin. Das ist vor allem einem Shop ein wesentliches Thema. Auch die ganzen Gütesiegel können interessant sein. Arbeiten Sie da mit Anzahl Kunden oder Referenzen, zeigen Sie, für wen Sie arbeiten. Das sind solche Trustmarks und Social Proofs, die auf eine Seite drauf gehören. Und auch hier wieder ganz entscheidend natürlich, komme ich beispielsweise über ein E-Mail auf die Seite drauf, dann ist die Chance relativ groß, dass ich unterwegs bin und das auf dem Handy mache. Schauen Sie mal in Ihre Statistik rein. Da sehen Sie zum Beispiel hier, da haben wir rund 15%, die über mobile Endgeräte kommen. Das ist in der oberen
Statistik drin und dann unten die ersten beiden gelb unterlegten zeigen dann nachher mal den Unterschied zwischen iPhone und iPad. Und wenn Sie da hinten in der Statistik schauen, bei den Punkten hier durchschnittliche Besuchsdauer beispielsweise, sehen Sie, dass iPads viel besser performen als beispielsweise iPhones. Also es ist auch ganz entscheidend, dass Sie sich da auf iPads weniger einschießen, als Sie das beispielsweise bei iPhones machen. Also konzentrieren Sie sich hier auf die Werte, die schlecht sind, wenn es sich lohnt. Wenn der Wert natürlich tiefer als, sagen wir mal, 10% im Totalen ist, dann vielleicht noch kein Thema, aber das wird dann sicherlich eins werden. Die Zahlen sind im Moment sehr stark steigend. Das zeigt die Erfahrung. Da haben wir heute sehr viele Kunden, die sind über 20% von mobilen Endgeräten. Lohnt sich also, sich da drum zu kümmern. Und dann halt das Thema Responsive Design von unten hoch, Mobile First, dass man sich zuerst überlegt, was muss aufs Mobile drauf. Das ist der wichtigste Inhalt logischerweise, weil wenn der da nicht drauf passt oder da nicht drauf ist, dann kriegt man den Kunden nicht. Auf dem Widescreen, wie oben in der Mitte gezeigt, da kommt dann auch noch ein Banner rechts drauf. Das ist völlig egal, wenn man das auf dem Smartphone nicht sieht. Das interessiert keinen, das macht, ich sage jetzt mal, das Design ein bisschen schöner, aber das braucht es auf dem Smartphone nicht. Also hier vom Mobile hochkommen und dann auch ganz wichtig, sich zu überlegen, wie sind so die Customer Journeys, morgens vielleicht auf dem Klo mal spontan reinschauen, was gerade Black Sox wieder anbietet, dann über Mittag auf dem Widescreen und Abend meistens wird bestellt auf dem Tablet. Man sagt, dass die Conversion doppelt so hoch ist auf dem Tablet, weil die Vergleichbarkeit hier natürlich weniger groß ist. Weil das System, das gehört natürlich auch zu dieser Phase beim Schlüssel. Da geht es vor allem darum, was ich anbiete, obwohl ich eine Corporate-Seite ist, eine E-Commerce-Plattform, geht es um Publishing, dann ist es eher ein Blog, dann nehme ich WordPress oder was in der Art, ist eine Applikation, wieder ganz was anderes, hat es vor allem auch Schnittstellen, auch ganz entscheidend, sehr viele Content-Management-Systeme bieten bereits standardisierte Schnittstellen oder vorbereitete Schnittstellen an. Das ist also ein Punkt, den ich mir hier genau überlegen muss, was natürlich mehr eine Philosophiefrage ist, dann gehe ich auf Open Source, fahre ich eine Vendor Strategie, also kaufe ich ein Produkt ein oder gehe ich auf eine proprietäre Lösung, auf der ich dann meine Seite oder meinen Shop aufbaue. Die Möglichkeiten gibt es hier. Überlegen Sie sich vor allem auch, was für Referenzen hat die Firma schon, hat die in dem Bereich schon was gemacht, und die Agenturverfügbarkeit, hier auch das Timing, vor allem auch bei Change Request, also haben die dann überhaupt Zeit noch was zu machen, und die Agenturverfügbarkeit geht darauf hin, kann das auch noch wer anders machen, wenn es diese Agentur mal nicht mehr gibt. Und erst jetzt komme ich drauf, jetzt will ich den Strom hier auf meiner Seite drauf haben, jetzt will ich die Leute hier reinkriegen, und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Da geht es natürlich darum, dass man hier gut evaluiert, was lohnt sich, sei es Display-Ads, da auch das ganze Remarketing-Thema immer wieder interessant. Dann geht es um Thema Search, logischerweise Google ganz wichtig, da natürlich auch das ganze Thema von den AdWords drin, logischerweise auch über Mobile, da kann ich auch Display-Ads und so weiter machen, bringe ich sie da drüber, kommen die aus den Social Networks raus, fahre ich eine Social-Media-Strategie, wenn sie es nie gemessen haben bis heute, werden sie es auch nicht wissen, ob es überhaupt was bringt. Es lohnt sich vielleicht sogar mal auch was Offlineiges zu machen, über dann einen QR-Code auf die Seite zu bringen, also offline lohnt sich logischerweise immer, aber dann eben eine Kombination zwischen Offline und online, und dann logischerweise ein Newsletter, was sich immer wieder lohnt, was immer noch ein sehr, sehr mächtiges Instrument ist. Und dann eigentlich zu guter oder fast zu guter Letzt geht es um das ganze Monitoring, und hier schaue ich mir natürlich vor allem an, welche Keywords performen. Hier in dem Fall beispielsweise Webdesign, eine sehr hohe Seitenzahl pro Besucher oder auch eine große durchschnittliche Besuchszeit, also ein interessanteres Keyword als beispielsweise YouTube, logischerweise da nur knapp ein Drittel des Webdesign-Keywords. Also da muss man sich auch überlegen, welche dieser Keywords performen und wie passe ich dann die Seiteninhalte an. Da muss ich mir in dem Bereich wieder überlegen, das sind dann die Landingpages, was ist die durchschnittliche Besuchszeit auf einer Seite drauf und ist er nachher weg oder abgesprungen oder schaut er sich nachher noch weitere Seiten an, was natürlich wieder positiv wäre, also auch den Punkt muss ich mir überlegen und dann je nachdem halt Landingpages optimieren, optimieren und optimieren. Auch die ganzen externen Faktoren hier, Kampagnencodes, dass ich weiß,
wenn ich auf Facebook was poste, wie viele Besucher kriege ich über beispielsweise jetzt hier die Quelle Stellen oder die Black Sox App oder Facebook altert. Das sind Punkte, die ich vermessen muss, um nachher auch zu sehen, was es mir hinten raus bringt. Oder eine, ganz im untersten Punkt, eine Signatur auf meinem E-Mail drauf. Klickt da überhaupt jemals einer drauf? In dem Fall jetzt schon. Jetzt ganz interessant hier, die ganz normale E-Mail-Signatur, wo nur INM drunter steht. Da schauen Sie sich 6 Seiten an und bleiben fast 4 Minuten. Das ist viel mehr als im Durchschnitt. Eigentlich, und selbst die Matrix da bringt fast 3,5 Seiten und gut 2 Minuten, die Sie auf der Seite fallen. Also interessante Daten, die man hier rausziehen kann, ist natürlich die Frage auch über den Zeitraum. Und dann das ganze Funnel messen. Logischerweise laufen Sie durch meine Funnels durch, kommen Sie zu meinem Kontaktformular, gelangen Sie bis zum Checkout-Prozess, auch das soll hier beachtet werden. Was wir immer machen in dem Rahmen, sind auch externe Inhalte überwachen. Hier das lustige oder lustig, das Beispiel, als Google Nordkorea in den Index aufgenommen hat und bei Google Map eingespiesen hat, da gab es dann diese Konzentrationscamps mit sehr skurrilen Kommentaren drauf, also dass man auch sowas überprüft. Hier haben wir ein Beispiel von einer Kantonsschule. Hier, da steht dann als oberste Bemerkung auf Google Places oder das heutige Google Plus Local, da lernen Schnüt nicht optimal, sowas sollte man auch im Griff haben. Und dann eigentlich der letzte Punkt, da geht es darum, dass ich eben jetzt das alles auswerte, was ich reingekriegt habe, dass ich meine Ziele vielleicht nochmal überprüfe, schaue, wie viel haben die erreicht, schaue, was auf externen Seiten passiert ist und hier über die Glühbirne hier signalisiert, ganz entscheidend, was ist Neues im Web los? Brauche ich jetzt einen Pinterest-Account, bringen Backlinks noch was, bringt Newsletter noch was, muss ich mir den heute noch anschaffen, wenn ich neu starte oder nicht? Das sind solche Inputs, die da natürlich reinkommen müssen und das so 3 bis 4 Mal im Jahr macht dann durchaus Sinn. Und dann geht es natürlich wieder rein in die Optimierung. Da sprechen wir jetzt nicht von hohen Investitionen, ganz klar nicht. Da geht es darum, dass ich beispielsweise A/B-Tests mache, dass ich mal schaue, auf was wird mehr geklickt, kommen meine Besucher auf mein Kontaktformular drauf oder finden sie den Button nicht, arbeite mit 2 verschiedenen Button und schauen, welcher funktioniert besser. Das also die INM-Matrix, einfach angegangen, strukturiert. Das Online-Marketing verändert sich sehr schnell und hat immer wieder neue Aspekte drin und darum ist es ganz entscheidend, dass man hier eben ein strukturiertes Vorgehen hat. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was Neues beibringen. Das war die Matrix ein bisschen ausführlicher, als ich das an dem Schweizerischen Marketingtag präsentieren konnte. Ich hoffe, es hat was gebracht. Würde mich natürlich wie immer über Kommentare freuen. Das hier unten, wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber. Ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.